Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategie TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir mal wieder über das Thema Cash Secured Puts, aber in Verbindung mit Dividenden. Denn ich habe eine spannende Frage bekommen zu einem Trade, den wir in unserem Börsendienst umgesetzt haben. Und worum es dabei geht, das erfahrt ihr jetzt hier im Video. Folgende Frage, und zwar, ich lese hier mal ganz kurz vor, die Frage kommt von Matthias aus Berlin, und zwar hat er mir geschrieben, AMAT, Applied Materials, Abkürzung ist AMAT, A-M-A-T, ich blende euch auch mal hier einen Chart dazu ein, hat einen Dividendentermin am 20.02. Interpretiere ich das richtig, dass ihr den Cash Secured Put die Aktien oder dass ihr mit dem Cash Secured Put die Aktien vorkaufen wollt, wäre doch schön. So, und als erstes muss ich dir zustimmen, ja, wäre schön, aber das war nicht unsere Intention. Vielleicht ganz kurz den Trade hier erklärt, was haben wir gemacht? Applied Materials ist eine Aktie, die wir in unserer, auf unserer Watchlist haben, wo wir sagen, okay, wenn diese Aktie mal zurückkommt, die ist ja ziemlich stark gefallen, ihr seht das auch hier im Chart, ich muss es mal ein bisschen bei mir hier noch zusammen machen, also diese Aktie hatte ja ein Hoch im Bereich um 61 Dollar ungefähr, ist dann bis auf 28 Dollar runtergefallen. Ne? Also hat über 50% verloren. Und für uns war das dann der Grund, auch auf der Unterseite oder unten ein paar Aktien schon mal einzusammeln für unser langfristiges Investorendepot. So, das heißt, wir haben einfach mal ein paar Aktien gekauft. Und jetzt haben wir gesagt, okay, nachdem sie jetzt so eine gewisse Bodenbildung hat, wären wir jetzt auch bereit, nochmal eine etwas größere Position zu kaufen, also sprich 100 Stück. Und das machen wir über einen Cash Secured Put. Und zwar haben wir jetzt ganz konkret einen 38er Put geschrieben. Das heißt, wenn am Verfallstag, und das ist in dem Fall hier der 29. März, wenn also am Verfallstag die Aktie bei 38 Dollar oder tiefer wäre, dann würden wir sie zugeteilt bekommen. Ne? Warum? Weil der Käufer des Puts hat das Recht, die Aktien zu verkaufen. Wir als Verkäufer des Puts sind dann in der Pflicht, diese Aktien zu übernehmen zu müssen. 1, 2, 3. Übernehmen zu müssen. Ich glaube, ich muss erstmal schnell einen Schluck trinken. Hier, ich habe übrigens eine tolle Tasse von meinen Mitarbeitern bekommen. Kann man das lesen? Oder ist das Spiegel verkehrt? Auf jeden Fall steht hier erstklassiger dynamischer Chef. So, also das heißt, wir müssten dann bei 38 Dollar die Aktie übernehmen, was wir ja auch sehr gern tun würden. Ne? Das heißt, wir würden 3.800 Dollar ausgeben und würden dann diese Aktie entsprechend kaufen. So, jetzt ist am 20.02., das ist am Mittwoch, am 20.02. ist jetzt Dividendentermin. Das heißt, da wird diese Aktie ihre Dividenden ausschütten. So, und jetzt ist die Frage, wenn die jetzt unter 38 fallen würde, könnten wir sie dann vielleicht noch vor dem 20.02. übernehmen? Und jetzt müssen wir uns zwei Dinge erstmal überlegen, nämlich erstens, wie wahrscheinlich ist es, dass wir die Aktien vor dem Verfall übernehmen könnten? Und zweitens, wird uns das überhaupt was nützen? Fangen wir mal mit der letzten Frage an. Ihr müsst wissen, nur weil eine Aktie Dividenden ausschüttet, heißt es noch lange nicht, dass wenn man sie dann im Depot hat, dass man sie auch bekommt. Wieso das? Ganz einfach, weil in Amerika ist es so, es gibt einen sogenannten Ex-Day, einen Ex-Dividendentag. Das heißt, das ist der Tag, wo man die Aktien im Depot haben muss. Und das ist in der Regel schon einige Tage vor der Dividendenausschüttung. Ne? Das kann manchmal 3-4 Wochen sein. Das heißt, mir ist es selbst schon passiert, ich hatte Aktien, habe die verkauft und habe dann nochmal 3 Wochen später Dividenden bekommen. Wenn du also die Aktie jetzt erst einen Tag oder 2 Tage vorher kaufst, dann heißt das noch gar nicht, dass du zu diesem Dividendentag, wo die Dividende dann ausgeschüttet wird, dass du dann auch wirklich diese Dividende bekommst. Ne? Sondern du musst sie eben zu diesem Stichtag haben. Das heißt, der ist bei uns ohnehin schon vorbei. Wir würden also diese Dividende definitiv nicht bekommen, selbst wenn wir die Aktie noch vor dem Ausschüttungstag, vor dem 20.02. in unser Depot gebucht bekommen würden. Das ist also schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir diese Aktie überhaupt bekommen würden? Und da behaupte ich mal, die Wahrscheinlichkeit tendiert gen Null. Und zwar warum? Überlegt euch. Es gibt irgendjemand, der hat die Aktien, und der hat einen Put gekauft. Der hat diesen Put gekauft
Und gut, der muss jetzt nicht mal zwingend die Aktien haben, aber der kann auch nur die Puts haben. Aber jedenfalls, irgendjemand ist long diesen Put. Er hat das Recht, diese Aktien hier jetzt für 38 zu verkaufen. Aber überlegt mal, dieses Recht hat er bis zum Ende der Laufzeit dieses Kontraktes, also bis zum 29. März. Warum sollte er also dieses Recht vorzeitig ausüben, wo doch diese Option noch jede Menge Zeitwert hat? Das macht für ihn überhaupt keinen Sinn. Viel cleverer wäre es doch, dass er sagt, okay, ich behalte den Put und entscheide mich dann am Ende, ob ich diese Option ausübe oder nicht. Denn falls, und das ist diese Annahme, falls er sogar die Aktien besitzt, also falls er nicht nur den Put gekauft hat, sondern tatsächlich die Aktien hat und den Put, dann kann er doch jetzt vollkommen in Ruhe die Dividenden kassieren und hat immer noch die Chance, am 29. März zu sagen, okay, mir gefällt die Aktie nicht mehr und jetzt, oder sie ist halt deutlich tiefer, jetzt gebe ich sie für 38 weg. Das heißt also, wenn du Puts verkaufst, wenn du Cash Secured Puts verkaufst, dann kann es schon mal passieren, dass du die Aktien vorzeitig zugeteilt bekommst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Vor allen Dingen nicht, wenn noch in der Zwischenzeit eine Dividende gezahlt wird, weil das macht für den Käufer des Puts überhaupt keinen Sinn, die Option eher auszuüben. Und deswegen wird das nicht passieren. Also, lieber Matthias, ich hoffe, damit ist deine Frage geklärt. Wir lassen diese Position natürlich ganz normal weiterlaufen. Wir bekommen sie entweder zugeteilt, dann sind wir froh, dass wir diese Aktie bei 38 kaufen können. Und falls eben nicht, dann haben wir hier eine Prämie verdient. Das heißt, für uns ist, egal wie das Ganze ausgeht, hier erst schon mal alles okay. Und wenn wir die Aktie dann im Depot haben, dann müssen wir weiterschauen. Also wenn sie uns zugeteilt würde, dann müssten wir eben weiterschauen, wie wir jetzt weiter mit dieser Aktie verfahren. Aber das steht ja momentan noch nicht zur Disposition. Wenn ihr auch Fragen habt, dann könnt ihr mir die natürlich wie immer gern hier unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt natürlich auch hier diese ganzen YouTube-Videos durchgehen. Ihr könnt euch auf unserer Webseite informieren. Ihr könnt euch natürlich auch, wenn ihr das gerade dieses Konzept, wie kann man Optionen nutzen, um sich einen Cashflow aufzubauen? Wie kann man Dividendenaktien mit Optionen verbinden? Ne? Da gibt es natürlich eine Menge Angebote von uns, sowohl der Online-Kurs, den wir gemacht haben, Optionshandel für kleine Kunden, als auch natürlich hier in der Akademie. Wenn euch das interessiert, Links stehen alle hier unten drin. Und jetzt noch ein kleiner Terminhinweis, und zwar am Freitag, dem 23. Februar. Freitag, 23. Februar, startet mein Podcast. Ne? Es gab viele Leute, haben sich das gewünscht, haben gesagt, Mensch, mach doch auch mal einen Podcast, damit wir das unterwegs anhören können. Und am Freitag ist los, 23.02. der Jens Raube Podcast, ab sofort dann, ab Freitag, auf allen Kanälen, 23.02. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, danke für die vielen Fragen und Rückmeldungen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye-bye.